Vielleicht kennen Sie das zynische Wort, das nach der Ermordung Pauls des Ersten Graf Peter Thalen, der Drahtzieher jener politischen Mordtat, sprach. Quand on veut faire des omelettes, il faut casser des œufs. Auf Deutsch, wenn man ein Omelett bereiten will, muss man vorher Eier zerschlagen. Verstehst du, Leo braucht Geld. Tagsüber schläft er bei uns. Morgens, wenn wir weggehen, steht er hinter der Tür. Naja, so habe ich Reklame für die Firma gemacht. Ich habe mein schönstes Kleid an. Ich habe das Bild meinem Bruder nach Schaumburg geschickt. Dass übermorgen die Rotterdam mit 150 lettischen Familien in Dover landet. Jeder von euch weiß, was heute in Lettland geschieht, wie das Volk von den Gutsbesitzern und den Kosaken unterdrückt wird, wie die Polizei unsere Kameraden foltert und ihre Leichen am Galgen verfaulen lässt. Diese Unglücklichen suchen hier Arbeit und Unterkunft. Unsere Hilfe ist ihre letzte Hoffnung. Und daran solltet ihr denken. Es kommen Leute aus dem Dorf neben noch. Dort war ich als Kind. Ich habe der Janik kennengelernt. Er und seine Freunde. Alles mischt. Ciao, no. Und so unglücklich. Salute. Ciao. Hast du noch nie probiert? Vielleicht mit Wiener. Verzeihung. Komm, es geht los. Sicher, dass wir uns durchsetzen werden, aber das hat nichts mit Tirol zu tun. Wir wollen niemandem etwas aufzwingen. Der Kern unserer Idee ist ja gerade, dass niemand zu etwas gezwungen werden soll, was er nicht will. Das heißt, wir wollen die Freiheit, die Emanzipation der Menschen nicht mit Gewalt erreichen. Das wäre sinnlos, denn jeder ist verantwortlich für sich selbst. Wir lehnen Zwang ab. Wenn wir das nicht täten, wenn wir uns mit Gewalt durchsetzen wollten, dann wären wir ja wie der Staat, den wir bekämpfen. Die neue Welt, die kommen wird, muss zuerst in uns entstehen, in jedem von uns. Und daran arbeiten wir. Propaganda für unsere Idee ist keine leichte Sache. Was passiert hier? Ich bin dabei. Aber wenn man die Idee hat, kann man mit Geduld Millionen von Menschen zum Denken bringen. Und die Menschen, die unsere Propaganda hören, werden sich selbst befreien. Meister, verstehe nicht. Was für eine Idee? Ich spreche von Anarchismus. Willst du? Ich kann nicht. Ich bin Ausländer. So, ich bin auch Ausländer. Das macht nichts. Immer wenn du willst, zerstörst du dich selbst. Nicht in Abzählen von Köpfen liegt Gerechtigkeit, sondern in der Freiheit des Herzens. Wenn Menschen aufstehen müssen, um gezählt zu werden,
ist es demütigend und sinnlos. Es hat keine Bedeutung. Allerdings, es kommt doch vor, dass ich einen Teil meines Lebens einem Menschen übertragen möchte. Einen Mensch, den ich liebe. Aber das ist meine eigene persönliche Entscheidung und niemand hat das Recht, sie mir abzulehnen. Deshalb sagen wir Anarchisten, jeder, der will, wird um die Freiheit betrogen. Ja, aber was ist, wenn man jederzeit wählen kann? Immerzu, alle 2 Sekunden. Ja, aber dann jeder, wirklich jeder Einzelne. Eines Tages könnte das technisch möglich sein, aber der Staat, der in euren Namen Gewalt ausübt, wird es bestimmt nicht zulassen, dass ihr an allen Entscheidungen mitwirken könnt. Außerdem fühle ich mich viel freier, wenn jemand sagt, tu das nicht und du sollst auf keinen Fall und überhaupt nicht. Wenn man mir mit Liebe kommt, dann weiß ich plötzlich nicht, was ich tun soll. Ich will lieber, dass der Richter mich streng verurteilt und sich überhaupt nicht um mich kümmert und mich fragt, was hast du dir dabei gedacht? Wo sind deine Freunde? Wo ist deine Familie? Und was weiß ich. Verstehen Sie mich? Glauben Sie, dass ich recht habe? Du bist für die Polizei. Schade. Ich dachte, du bist eine von uns. Andiamo. Sie, halt, Moment! Ich komme mit! Halt! Na, hier. Brot für alle. Ich zahle auch für den Herrn. Hier. Hier, nimm. Nichts zu schaffen, keine Plag, den ganzen langen Sommertag. Wach auf. Das wäre schön. Was machen Sie denn sonst so? Was heißt das? Wir bemühen uns zu helfen. Du weißt, das Komitee hat lettische Kameraden angekündigt. Sie kommen nach London und wenn Sie Waffen haben, dann können Sie zurückkehren, uns befreien und die Generäle aufhängen. Versucht dort zu organisieren. Alleine könnt ihr das Ziel nicht erreichen. Da sind viele Kameraden, die von Enteignung sprechen, die etwas tun wollen. Also, wenn wir bereit sind, ja, erst einmal die zu enteignen, die unsere Feinde unterstützen, ich meine ihre Verbrechen schützen, erst dann werden wir in Lettland Gerechtigkeit haben. Wir wollen, dass niemand die Macht hat, auch nicht Sie, die Sozialdemokraten. Du bist auch Lette, ja? Wo haben Sie denn die her? Die Stiefel? Ich weiß aber, woher Sie kommen. Sie kommen aus Sizilien. Italien. Ah ja. Also Sie sind der Stiefel. Ja, der ganz berühmte Stiefel. Daher kommen Sie doch. Sie sind von einer Insel geflohen in einer Kiste. Ich habe doch von Ihnen gehört. Sie sind Massini, das sind Sie doch. Einmal müsste ich in einer Kiste fliehen, aber ich bin nicht Massini. Dass auch die Republik das Volk mit Kanonen nicht. Lassen Sie mich das tragen. Danke. Da Fiero und ich erklärten, dass die italienischen Anarchisten den Umsturz wollten, um so anarchistische Prinzipien zu verwirklichen durch Aktion. Was für eine Aktion? Spingere. Ich muss in die Werkstatt. Salute. Ich bin dabei.
der richtige Mann für dich bin? Wir können es ja versuchen. Teurer geworden. Das wissen Sie doch. Die Freundin Danzig werden verfolgt. Wir werden also diesmal für unsere Freunde einen anderen Weg suchen müssen. Ich sage Ihnen, was wir bekommen. 200 deutsche Mauserpistolen, 50 belgische Browning-Pistolen und 50 amerikanische Springfield-Gewehre. Die werden wir nicht los. Bringen Sie Schmuck. Die Organisation muss Ihnen jetzt helfen. Schreiben Sie an Angelo Azzatti. Damit ich Sie erkenne, schreibt sie, wir sind mit dem Kopftuch winken. Das mit dem Rosenmuster. Die Schwester von Edelstadt kommt auch mit. Beide wollen in der Fabrik mitarbeiten, aber erst sollen wir ihnen London zeigen. Steh auf, die Biene kommt. Da musst du eben nachkommen. Deine Karten kannst du ja mitnehmen, hast du gehört? Kalt. Sofort auf dem Fahrrad dorthin. Ich war in der Not und muss dringend nach oben. Belangsleitung und eine Liste, was ich tun soll. Ich ging durch einen offenen Bogen in das Zimmer und stand vor einer Wiege. Die Schaben und Wanzen können dann nur rausfliegen. Ich habe gestern Glasstützen gekauft. Ist also aufgepustet aus. Jetzt kannst du ruhig endlich deine Arbeit machen. Ich sagte im Traum. Und da ist ja gar kein Kind drin. Die Biene ist da. Das ist gekommen. Was das? Deine Schuhe? Und einen Schuh nicht finden. Da und am Bett. Die Ware wird morgen abgeholt. Für die nächste Woche wieder der Schmuck. Ich muss das Zeug jetzt irgendwo besorgen. Dies ist das Zimmer, wo wir kochen lernen. Ich finde es ganz toll, dein Zimmer. Auch ich werde mit ihm sprechen. Ich muss das wirklich sein. Ein Freund von Angelo Azzatti. Ein Geschäft gegenüber vom Juwelier Harris. Immer eure Meinung. Eine Minute später an die Tür, seit 3 Stunden weniger. Komm schon. Bevor die Biene krepiert, sticht sie noch mal. Die Kameraden auf Bologna wollen sich verabschieden. Ich habe für sie eine neue Aufgabe. Wollen Sie? Sie. Avanti. Ciao. Ciao. Difendi il successo lo tutti con la volontà. Ciao. Tag. Das ist der Papa von Gorni. Er wohnt jetzt bei uns.
Er fragt immer, wo hier das Meer ist. Wir lernen jetzt zusammen Englisch, Molko Dikice. Aber wir sind trotzdem zufrieden, nur manchmal fehlt die Sonne. Es gefällt mir hier. Sehr schön. Diese Presse habe ich selbst installiert. Dieser Zwar ist nebenan. Eine Oszillatorpresse. Goy hat da seine ersten Gedichte als Flugblätter drucken lassen. Das ist eine gute Arbeit. Vielleicht können Sie mich beschäftigen. Bisher habe ich als Maler gearbeitet. Das gefällt mir. Können Sie... Naja, vielleicht später. Die Kameraden haben die ganze Nacht gearbeitet. Schau dir das Papier an. Es ist trostlos. Wie Löschpapier, grau. Hier ist nun die erste Ausgabe der Volontat. Wie gefällt sie dir? Das sind Le Fendi und Louis Michel. Sie haben damals in Apulien mitgemacht. Die Jüngsten, die nach Castel del Monte gekommen sind. Wir versuchen, die Bauern auf unsere Seite zu bringen. Sie wollten nicht. Sie hielten uns für verkleidete Gendarmen. Am zweiten Tag hatten wir ein Gefecht mit 8 Carabinieri. Die dachten, wir seien eine ganze Armee. Und 3 Tage später waren wir umzingelt. Da war nichts mehr zu machen. Wir haben die Gewehre vergraben. Also komm mit in die Werkstatt. Du kannst mir da helfen. Ein Mann sitzt in einem Vogel mit 4 Flügeln. 4 Flügel? Ja doch. Das ist eine Maschine, mit der man fliegen kann. Von den Brüdern Wright. Die nennt man, glaube ich, Doppeldecker. Damit dreht er am Himmel eine große Kurve und ist dann über einen großen Wald geflogen. Das können nur die Männer sagen. Das würde mir aber auch gefallen. Dann hätte man nicht mehr dieses schmutzige Dach über dem Kopf. Stell dir vor, später steht in jedem Garten so ein Ding. Irina hat sich aufgeregt, etwas von Krieg erzählt. Gesagt, dass diese Dinge auch gefährlich sind. Komm jetzt mit, wir gehen Geld holen. Das alte Ungeheuer wartet schon. Kinder, was ist hier, weil du war Milstein, 5 Schillinge werden abgezogen. Machen wir nicht mit. Deswegen mischen Sie sich nicht ein. Dreimal zu spät kommen, macht 5 Schillinge und keine Widerrede. Wir wollen auch mal schlafen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe gesagt, 5 Schillinge. Wir haben satt. Dann bleiben Sie doch diese Woche einfach mal zu Hause. Sie denken wohl, Sie können uns hier reinlegen. Einfach so. Bleiben Sie doch lieber mal zu Hause. Bin nie zu spät gekommen. Aber halten Sie Ihr dreckiges Geld. Bleib hier sowieso nicht mein Leben lang. Nichts essen, nichts schlafen, nur Ihr dreckiges Gemüse. Wenn das so ist, dann sind Sie entlassen. Zwar fristlos, raus hier sofort raus. Alter Schmutzfink. Du auch gleich, Protestmeiber können wir ja nicht brauchen, hier wird gearbeitet, das könnt ihr euch gleich einmal merken. Das will ich lachen. Los, komm schon. Endlich hat der mal eins auf den Hut bekommen. Der sollte mal unsere Arbeit machen. Aufgeladen. Schmutzmensch. Ich bin nicht mehr gefällt. Ich bin nicht mehr gefällt. Ich bin nicht mehr gefällt. Komm doch, erstmal was essen. Gut, ne? Was ist denn nun los? Hat doch Spaß gemacht. Vielen Dank. Entschuldigung, Madame. Wir wollten wissen, ob Frau Fräulein Edelstedt hat uns hierher geschickt. Ich komme schon. Mein Gott. Was wollen Sie denn? Arbeiten? Sind Sie Schneiderin? Nein, komm mal her, mein Kind. Ja gut, du kannst hier anfangen. Als Lehrling natürlich. Also wir beide? Nein, die nicht. Tja. Neppig. Da hast du es.
Auf Wiedersehen. Morgen um 6:30. Sei pünktlich. Gut. Bleib hier, ich geh zu Malatesta. Können Sie mir sagen, wo ich Malatesta finde? Da drüben. Hallo? Na, was machst du denn hier? Ja, ich weiß schon. Sie haben dich rausgeworfen. Ich hoffe, du hast wenigstens eine Rede gehalten vor dem Rausschmiss. Nein, wir haben nur bestritten. Warum hast du ihnen nicht gesagt, dass die Sklaventreiber sind? Aber ich verstehe gut. Es ist schwer, allein etwas zu tun. Ich bin auch oft sehr traurig. Wie findest du meine Krawatte? Manchmal muss man sie weißt irgendwie du, zurichten. Ist? Wusstest du nicht, dass er jetzt bei mir arbeitet? Nein. Wie wunderbar. Für dich werden wir auch schon was finden. Unser System macht die Frauen zum Spielzeug und zur Gewehrmaschine. Regierungen, Kapitalisten und Priester verteidigen die Ehe. Und wir Frauen? Nein! Wir brauchen die Ehe nicht, die uns entehrt, herabwürdigt, zu Parasiten macht. Was hat Liebe mit den armseligen Zeremonien des Staates und der Kirche zu tun? Liebe ist frei. Sie braucht nicht kontrolliert zu werden. Wir wollen nicht mehr gezwungen werden, in diese Welt Kinder zu setzen, die nur Untertanen der Zukunft sind. Wir haben das Recht, uns frei zu entscheiden, in Freiheit Kinder zu gewähren und sie ohne Zwang aufzuziehen. Lasset die Weiber schweigen in der Kirche, denn es ist ihnen nicht gestattet zu sprechen. Lasset die Weiber schweigen in der Kirche, denn es ist ihnen nicht gestattet zu sprechen. Sie sind nämlich gehalten zu Pflicht und Gehorsam, und wenn sie lernen wollen, mögen sie ihre Männer zu Hause fragen, denn es ist eine Schande für Weiber, in der Kirche zu sprechen. Die Emanzipation der Frau, von der heute so viel geredet wird, ist nur ein Betrug. Gewiss. Vieles ist anders geworden, aber alle Veränderungen geschahen nur unter Druck ökonomischer Notwendigkeit. Millionen von Frauen verdienen heute ihr Geld in Fabriken. Sie sind den Männern gleichgestellt worden. Sie haben das gleiche Recht wie Sie, von den Kapitalisten betrogen und ausgebeutet zu werden, zu streiken und zu verhungern. Diese sogenannte Emanzipation wollen wir nicht. Weiber, unterwerft euch euren Ehemännern wie dem Herrn. Ha. Kein Weib soll ihren Mann belehren, noch soll sie Autorität haben über ihren Mann, denn sie hat zu schweigen. Verrückt. Das Haupt des Weibes ist der Mann, und der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, da er das Abbild und der Ruhm Gottes ist. Und das Weib ist der Ruhm des Mannes. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, aber das Weib vom Mann. Tja, wie wurde denn dieser Idiot geboren? Mitnichten wurde der Mann geschaffen für das Weib, sondern das Weib für den Mann. Was Sie da gelesen haben, war eine der sehr extremen Stellen in St. Paulus. Jesus Christus starb für all unsere Sünden, nicht wahr? Für Männer und Frauen. Was? Jesus Christus starb für unsere Sünden. Gut, wofür soll ich denn sterben? Nein, du musst fragen, wofür soll ich denn leben? Sie können darauf nichts antworten. Wir wollen das Paradies auf Erden, nicht im Himmel wie ihr. Ja, vielleicht, dass wir uns da doch noch etwas näher kommen sollten. Es gibt einen eigenwilligen Theologen, den ich gerade gelesen habe. Er hält unseren Herrn Jesus Christus für den ersten Anarchisten. Was sagen Sie nun? Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Herren im Anarchismus. Aber Sie haben Fürst Bakunin, Fürst Kropotkin und Sie selbst, Malatesta, stammen aus einer alten italienischen Adelsfamilie. Dankeschön.
Krause! Wo kommst du her? Was machst du denn hier? Sag, wo kommst du her? Aus Amerika, um dich zu sehen. Hey, das würde ich in den Kurs geworfen. Ganzer Mann. Josef, du bleibst jetzt hier bei uns. Alatesta, das ist Josef. Mein Freund Josef, von dem ich dir erzählt habe. Du kommst nicht. Stell dir vor, ich bin jetzt bei Malatesta in der Werkstatt. Da habe ich dich besucht. Man hat mich zurück zum Bahnhof geschickt. Wo geht's denn hin? Komm. Wir fahren in die Stadt zum Club und besorgen dir ein Zimmer. Wir ziehen alle zusammen. Nun erzähl schon, was war los? Was machen die Freunde? Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Alles ist möglich. Gorki hat eine Schule für Revolutionäre in Capri gegründet. Savinko floh mit einem Segelboot in Türkei. Ich war mit Camo in Amerika. Erinnerst du dich an Camo? Ah ja, mit dem Bart, wie der große Bakuni, ne? Wir haben dort 4 Monate auf dem Fußboden gelegen. Schließlich wurden wir beide krank. Wir hatten keine Ahnung. Wir lobten alles. Den Spiritismus, die Lynchjustiz, die Revolver, die Landstreicher. Einmal sind wir nach Chicago gefahren. Da hat ein Mann in meine Tasche gegriffen, eine Haarbürste herausgenommen und sich die Haare in Ordnung gebracht. Wir haben uns das angeschaut und entschieden, dass dieses Benehmen gut sei und dass es uns sogar sehr gefalle. Ist er wieder zurück? Weißt du, was er gemacht hat? Ja, los, erzähl! Gefallen. Unglaublich. 340.000 Rubel für unsere Sachen. Am helllichten Tag aus einem Postwagen. Lenin war vor kurzem hier, nicht wahr? Nicht so laut. Tausende kleine Agenten außerhalb Russlands wollen uns aufspüren. Aber das macht nichts. Sie sind sehr dumm und sehr schwerfällig. Gehen wir also diesen Weg. Willst du nicht antworten? Ich frage, ob es so lange geht. Na gut, dann überleg's dir mal. Was hast du denn gegen Josef? Er gehört doch zu uns. Erinnert mich an jemanden, den ich kannte, der immer erfüllt war von Fantasien, weltweiten Verschwörungen und nie vorhandenen Exekutivkomitees. Ich hebe nur meinen kleinen Finger. 500 Revolutionäre bewaffnet bis an die Zähne sind. Revolutionen werden nicht von Revolutionären gemacht. Das kann doch wohl nicht möglich sein. Für die Sache gekämpft. Wir müssen etwas tun. Für unsere Leute. Nicht wahr? Sundelewitz hat auch eine Schule für Revolutionäre in London. Du kannst dahin gehen, wenn du willst. Gerede. Immer nur Gerede. Wir werden jedenfalls etwas tun. Was? Weisheit und Güte seinen Untertanen ans Herz gewachsen war. Der Sommer war traurig, durch den erwähnten großen Verlust und durch eine nicht enden wollende Folge von grauen Regentagen. Das vergangene Jahr wird uns im Gedächtnis bleiben als das Jahr der Trauer und des verlorenen Sonnenscheins.
Aber wir blicken nicht nur zurück. Für das kommende Jahr erwarten wir mit großen Hoffnungen die Krönung seiner Majestät König Georgs V. Wieder einmal werden sich die Repräsentanten des überseeischen Britannien im Herzen des Empire versammeln und uns die Macht unserer Besitzungen vor Augen führen. Der Schwarzpulver stellt man her, indem man 75% Salpeter, 10% Schwefelblüte und 15% fein gemahlene Holzkohle verwendet. Das Mischen geschieht am besten in einer rotierenden Trommel. Doch ist darauf zu achten, dass ja keine Funkenbildung, also auch Eisen auf Eisen, nicht in Berührung kommt, wodurch Funken entstehen, damit nicht eine vorzeitige Explosion erfolgt. Sollte dieses Pulver zu schwach sein, kann man auch dann noch das Chloratpulver verwenden, welches in der Wirkung bedeutend stärker ist, aber die Herstellung unter viel größeren Vorsichtsmaßnahmen stattfinden muss. Das Chloratpulver wird hergestellt, indem man 60% Kaliumchlorat mit 40% Schwefelblüte mischt. Dieses Mischen geschieht am besten auf einem Papier mit einem weichen Federkiel, also der Hühnerfeder oder Gänsefeder. Und da darf ja keine Reibung, kein Schlag, kein Stoß stattfinden, weil sonst schon vorzeitig eine Explosion stattfinden würde. Auch das Mischen macht man in ganz kleinen Mengen, um jeder Gefahr aus dem Weg zu gehen. Sie, ich möchte dazu auch was sagen. Sie sollten dabei nicht in der Nähe von offenem Feuer sein, weil es explodieren und Sie verletzen kann. Und außerdem lagern Sie Ihr Pulver an einem trockenen Platz, weil wenn Sie eine Bombe machen und die ist feucht, dann explodiert sie nicht. In dieser Straße gibt es noch einige andere Juweliere. Hast du hier gefragt? Nein, am Freitag wird hier nicht gearbeitet. Du, mir ist was eingefallen. Der Hof neben Silver. Wo das wäre doch das Richtige. Da kann man ein Zimmer mieten. Ist das hier? Schau mal. Entweder hier unten oder da oben. Zwei Zimmer in der ersten Etage. Und da kann man den Hof und den Laden sehen. Ich zeig dir jetzt den Hof, den kenne ich genau. Da ist alles leer. Wir gehen einfach rein. Revolutionen können nicht gemacht werden. Wie Erdbeben und Wirbelstürme entstehen sie nur unter bestimmten Bedingungen. Diese Bedingungen sind erfüllt. Die Revolution steht vor der Tür. Sie hat schon begonnen. Haben Sie bitte Ware in Lager gefunden? Die herrschenden Klassen sehen ihren Untergang voraus. Aber sie können die Flammen nicht mehr ersticken. Ich frage. Und in dieser Flamme, in diesem Feuer, in dieser Revolution, entsteht dann endlich der neue Mensch. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Wir werden eine Welt schaffen, in der wir alle anfangen zu leben. So wie Menschen leben sollen. Ohne Armut und Hunger. Diese neue Welt liegt vor uns. Dessen bin ich ganz sicher. Sie muss kommen. Denn der Mensch ist für sie geschaffen. Die Geschichte steuert geradewegs auf dieses Ziel zu. Denn was bewegt die Geschichte? Was durchzieht die Geschichte als Hauptmotiv des Menschen? Kampf und Macht? Aggression? Gewalt? Sex? Egoismus? Tyrannei? Selbstaufgabe? Fantasie? Nein. Das Hauptmotiv, das aus zwingender Notwendigkeit geboren wurde und jedem von uns innerlich bewusst ist, war von jeher Unterstützung, Liebe, Kooperation. Wir sehen täglich überall, dass einer dem anderen hilft. Ein System gegenseitiger Hilfe wird den Staat ersetzen. Den Staat, der euch jetzt durch den Stock regiert. Durch brutale Polizeigewalt und Militär.
Diese Gewalt ist fest dazu entschlossen, das Leben nach Freiheit zu ersticken. Das neue, menschenwürdige soziale Frieden. Freiheit und Wohlstand für alle und wahrhaftige Gleichheit, das ist keineswegs nur ein Traum. Die Revolution, die Aktion der Massen, wird den Staat beseitigen, wird Schluss machen mit der Ausbeutung, mit der Herrschaft von Menschen über Menschen. Und es wird dann, verlasst euch drauf, nichts übrig bleiben von dem jetzigen System. Es wird von Grund auf zerstört werden. Und wenn dann kein Stein mehr auf dem anderen steht, werden wir die Welt zu dem machen, was sie sein soll. Ein Paradies. Das ist das Ziel unserer Aktionen. Ja! 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 So. Nur die Ellbogen, nur die Ellbogen zusammen. Also er fixiert das nur. Nicht so weit nach vorschieben. Zusammenfahren, ja? Ja! So, ja. Wenn dadurch, schauen Sie mal her. Die Hebelkraft, wenn Sie die Hand so halten und geben die Hand so her, geht die Hand ja von selbst nach vor. Ja! Aber nicht so weit nach vorschieben. Mehr als wenn Sie. Aber nicht mit den Wolfern, sondern nur mit den Ellbogen. Aber nur nicht so weit nach rückwärts, mehr als so. So. Das schaut schon gut aus. In London besuchte ich meinen Kameraden Cafiero, der schon während des letzten Kongresses bei strittigen Diskussionen große Erregbarkeit gezeigt hatte. Cafiero unterbrach damals ein Gespräch mit der Aufforderung, zu lauschen, wie die Spitzel die Mauern von den Nachbarhäusern anbohrten. Er bildete sich ein, dass Drähte aus Italien in seinem Zimmer verborgen waren, um seine Gespräche aufzufangen. Außerdem wollte er kein Tageslicht in sein Zimmer lassen. Ich will kein Licht. Ich bin lieber im Dunkeln. Licht ist kostbar. Ich spare das Licht für die anderen. Früher haben sie begriffen und ich konnte die Vorhänge schließen. Aber jetzt haben sie die Vorhänge weggenommen. Wohin gehen all die Menschen, die jedes Jahr verschwinden? Ich werde eine Expedition zum Nordpol machen, um das Maul der Erde zu finden. Wo sind all die schönen Menschen, die es vorgezogen haben, der Welt zu entrinnen? Sie warten im Zentrum der Erde, bis alles noch schlimmer geworden ist. Wir tun sehr viel für Sie. Wir haben ein neues Haus für Arbeiter, für unsere Versammlungen. Die Arbeiter kommen und lernen Sprachen. Lernen. Wir warten ab. Eines Tages werden auch die anderen zu uns kommen.
von Bakunin. Der Schuft hat ihn bei mir liegen lassen mit einer Rechnung drin für Sonnenblumen. Er konnte sie selbst nicht bezahlen. Du, Malatesta, hast 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Die Geschworenen hätten dich nie verurteilt. Deswegen haben sie dich auf deinen Prozess warten lassen. Die Geschworenen haben gewusst, dass der einzige ehrliche Mensch im Gericht sein Malatesta heißt. Ich habe keine Geschworenen. Ich habe Kurpfuscher. Sie sehen immer krank um sich. Deshalb glauben Sie, dass ich auch krank bin. Ich werde mit Ihnen sprechen. Vielleicht kann ich etwas für dich tun. Wie gefällt dir mein Spiegel? Sie haben ihn weggenommen? Ja. Die Ringe sind Gedanken. Nein, die Ringe sind Ringe. Das ist unfair, Perico. Wenn du sagst, ich bin ein Anarchist, du bist ein Anarchist, sie ist ein Anarchist. Das ist Konformismus. Das ist der Tod. Nenn dich Stuhl, Bleistift, Spiegel. Aber niemals Anarchist. Wir haben keine Zeit, über Worte zu streiten. Du musst dir das vorstellen. Ständig ausgebeutet. Sie sprechen nicht Englisch. Die wenigsten bekommen Arbeit. Sich zu organisieren wird ihnen helfen. Die Organisation wird ihre Vision ersticken. Madame Curie hat mir gesagt, wenn du etwas besitzt, wenn du irgendetwas besitzt, wird es durch die Tatsache des Besitzens radioaktiv. Carlo, du hast großartige Träume. Du kannst Gebrauch davon machen. Das werde ich tun. Das werde ich bestimmt tun. Ja, also eine Revolution. Das heißt für mich ein großes Haus schaffen, dadurch, dass wir alle Zwischenwände einreißen. Alles ist offen. Dann machen wir in der ersten Etage einen langen Tisch für alle und in der zweiten ein großes Bett. Keine Mausefallen. Alle wohnen zusammen, alle sind glücklich. Ich auch. Machen Sie damit? Cosa devo dire adesso? Aso, e viva Giannini! Viva Napoli! Herr Professor, komm, setzen Sie sich. Für Sie ist auch was da. Gott, der Herrschaft. Setzen Sie sich. Ja, Professor. Guten Appetit. Haben Sie Ihr Pulver mit? Danke. Professor. Er muss essen. Wollt noch mal schauen? Ich habe Ihnen die Hände bei Fuß. Schmeckt sehr gut. Bleib sitzen. Warum kommen Sie denn nicht? Draußen warten alle auf Sie. Kann nicht. Das muss schon morgen früh fertig sein. Soll ich helfen? Na gut. Verbrennen wir nicht die Finger. Das schadet nichts. Ma
quando comincia il fuoco artificiale? E mi verrà un bel po' il melone. Vediamo, aiutare. Avanti, cerca di parlare, fai qualche cosa. Gut geht, kaufen wir mehr und bessere. Noch mehr und bessere? Wie spät ist es? Sie brauchten sie auch für meinen kleinen Bruder. Der Kommandant wollte seinen Offizieren nur zeigen, wie gut er zielen kann. Und dafür stellte er fünf Jungen der Reihe nach auf. Sie waren alle gleich groß. Das Kunststück war, durch alle fünf Herzen mit einer Kugel zu schießen. Das hat er auch geschafft. Lass das doch. Du weißt, hier geht es darum was ganz anderes.
Bleib hier. Bleib hier. Was machst du denn? Nichts, gar nichts. Jemand arbeitet? Kann ich mal da hinten rein? Wenn Sie sprechen, Sie kein Englisch? Nicht schießen! Nein! Verletzt. Ich komme. Warum haben Sie den Jungen verletzt? Die Polizei hatte doch keine Waffen. Das waren seine Freunde. Ich weiß nichts. Gar nichts. Du holst einen Arzt. Unser Plan, Brüderchen,
wusstest du doch. Und wenn sie dich erwischen, dann kommen andere, die unser Land befreien. Das war also die Tat. Wir wollten niemanden töten. Was? Mausefallen abschaffen. Das hast du doch gesagt. Die Anarchie. Sie meint was? Möchte was? Wir haben immer etwas gesucht. Wir haben irgendwo angefangen, Wände einzureißen. Das ist mir egal. Ihr wart nicht im Zarenpalast. Warum habt ihr geschossen? Da musstest du dich auch oft verstecken vor der Polizei in Italien. Aber du konntest flüchten und auf eine Insel fahren. Aber hier, auf dieser großen Insel, wartet die Polizei auf dich. Bevor du kommst, ist sie da. Ich habe seitdem alle Polizisten bekämpft. Nicht mit Kugeln wie du, sondern mit anarchistischen Ideen. Du glaubst immer noch, dass sie dich verstehen. Und wenn du sie umbringst, verstehen sie dich dann besser? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, war nicht genug. Wir können nicht warten, bis alle verstanden haben und das Haus bauen wollen. Du hast mich nicht gefragt. Du hast gehandelt. Ich habe ernst gemacht. Du bist ein Rebell, kein Revolutionär. Ein Rebell kann die rechte Zeit nicht abwarten. Ich bin kein Rebell. Ich habe auf dich gewartet. Aber du bist nie gekommen. Vielleicht wird ein großes Haus noch gebaut werden. Ich würde dich gern mitnehmen. Wie spät ist es? Wirklich Pech gehabt, Gerdstein. Niemand dachte an deinen Kopf. Du dachtest, man kann alles nehmen und alles geben. Ja. Du wolltest die Häuser ohne Wände. Wir haben hier Literatur über anarchistische Theorien und über die Herstellung von Explosivstoffen gefunden. Das sichergestellte Werkzeug stammte auch aus Ihrer Werkstatt. Hat es der Verstorbene von Ihnen bekommen? Wussten Sie etwas von dem geplanten Einbruch? Ich weiß nichts davon. Hat Ihre Tätigkeit Sie mit anderen in dieser Angelegenheit Verdächtigen zusammengebracht? Es handelt sich um... Er hat bei mir nur gearbeitet. Nur das. Einige Zeit seid ihr dort am sichersten. Außer der Gerson und dem Alten wohnt dort niemand. Ich habe gesagt, dass ich für zwei junge Frauen ein Quartier brauche. Die Ware könnt ihr mitnehmen. Beeilt euch! Das
Schatzlein wollte wissen, ob ich hier arbeite und warum ich hier arbeite. Ich möchte etwas haben, worüber ich nachdenke, während ich rede, habe ich gesagt. Was sollte ich ihm jetzt sagen? Du kannst immer essen. Du veränderst dich nicht. Den ganzen Tag hungrig. Die erste Ausgabe von Avanti. Wir sind wieder bei der Arbeit. Von Dieben und Kapitalisten. Große Worte. Gerstein hatte recht. Es kostet zu viel Zeit, das alles zu lesen. Die Kugeln für ihn und seine Freunde waren schneller. Ich gehe jetzt. Sollte uns nicht warten lassen. Setz dich. Was haben Sie da mitgebracht? Das ist eine Überraschung. Das Essen ist fertig. Sie hätten uns nicht so lange allein lassen sollen. Mein Mann ist Russe, wissen Sie. Aber ich bin aus Rumänien. Sind die da alle für den Herrn Gemahl? Nein, er hat sie hergestellt. Er macht sie selbst. Er ist jetzt in Russland. Er ist ein hübscher Junge. Er gefällt mir. Ich finde Sie nett. Wir finden Sie beide sehr nett. Was für winzige Schuhe. Solche Schuhe gibt's nicht in Rumänien. Ich fahre noch mal dorthin, dann kaufe ich ihm Schuhe. Er muss doch hübsche Schuhe haben. Und was gibt's für mich? Du kriegst auch ein paar schöne Schuhe. Fahren wir doch jetzt alle nach Rumänien.
denn da? Ziehen Sie den Rock aus. Ein Mann ist draußen. Sie verlassen den Raum nicht. Nein, warum denn? Meinetwegen schaut doch niemand hier rein. Los, den Rock aus. Die Polizei ist draußen. Ihr seid die Jungs, die in der Zeitung stehen. Du bist Peter Mrunzew. Beine.